Hallo, hier ist wieder Robert mit... Es gibt Orte, da ist die Geschichte noch lebendig, in Form von Gebäulichkeiten und den dazugehörigen Hintergründen. Gut und schön. Und es gibt Orte, da ist der Rest des einstigen Brunnens das Einzige, was erhalten geblieben ist. Doch auch dies hat seine Geschichte. Wir waren 14 Jahre unterwegs, um zu sehen, was zu sehen ist, oder zumindest die Geschichten dahinter, in Erfahrung zu bringen. Und heute geht es von Katzwang, ja, schön, schließlich nach Wendelstein, ja, das liegt hier im Bundesland Bayern, im Freistaat, bitte, gut, Freistaat, aber da gehen wir nach Franken, das ist heute ein Teil Bayerns, ja? Ja. Also, als Hinweis, dies ist ein Beitrag der Serie 3, es gibt derzeit folgende Serien mit eigenen Beiträgen, schaut bei Gelegenheit doch mal rein. Für hier und jetzt aber unsere beiden ersten Ziele liegen im heutigen Stadtkreis Nürnberg, hier rot markiert. Ja, und das liegt praktisch am Rande des Universums. Bitte? Naja, des Universums, was wir in 14 Jahren bereist haben. Ihr seht, die Bundesrepublik und die grau markierten Kreise, das ist so das Universum, was wir in 14 Jahren abgearbeitet haben. Und hier liegt Nürnberg, Stadtkreis. Es ist zu erwähnen, dass die Reichsstadt Nürnberg zu Beginn eigentlich unter dem Hause Hohenzollern-Ansbach stand. Sie stiegen auf, die Herren aus Hohenzollern, ja, wurden Burggrafen der Stadt Nürnberg, blieben aber nicht unangefochten. Denn mit den Burggrafen hatten sie natürlich eine hohe Stellung, doch die Reichsstadt und die Bürgerschaft, die strebten auf. Und schließlich kam ein erbitterter Zwist herbei, der dazu führte, dass Nürnberg unabhängig wurde, aber die Ansbacher Grafen, trotz Handel und Wandel, es nie verziehen. Das heißt, Spinnefeind ist eigentlich ein milder Ausdruck. Gegen das, was ja ab und zu geschah. So zum Beispiel 1449 der erste Markgrafenkrieg. Da gedachte der Markgraf Albrecht Alcibiades, alte Rechte einzufordern, zog gegen Nürnberg, konnte die Stadt nicht einnehmen, verbrannte das Umfeld, die Stadt schlug zurück und so weiter. Das nur als Hintergrund. Unser erstes Ziel Katzwang, in einer kleinen Übersichtskarte rot markiert. Katzwang selbst gelangte 1296 an die Zisterzienserabtei Ebrach, eine mächtige Abtei. Die behauptete sich auch, oh ja, sie hatte sehr viele Dienstmannen. Und die Kirche, sie wurde burgartig befestigt. Noch heute stehen weite Teile der Mauern. Der Wehrgang oben fehlt. Aber auch Ebrach war nicht unangefochten. Man musste mal gegen die Markgrafen, mal gegen die Reichsstadt Bestand haben. Es gab Verträge, es gab Regelungen, aber naja, kleine Meinungsverschiedenheiten. Und gewaltig sind die Reste heute. Und seht vor allen Dingen den Turm. Auch er stammt noch aus der frühen Zeit. 13. Jahrhundert. Und hier haben wir den Karner, ein Beinhaus. Der Friedhof musste von Zeit zu Zeit mal so alle Generationen ausgeräumt werden und da hat man dann die Gebeine, um Platz zu schaffen, ins Beinhaus eingelagert. Das sieht so aus. Ja, kommt doch und verweilet, hier ist noch Platz. nein, wir müssen weiter, wir haben gebucht. Entschuldigung. Och, ja. Schaut hier, die feste Kirchhofmauer. Einst lief hier oben der Umgang. Ihr seht diesen steinernen Absatz hier in halber Höhe. Ja, das sieht merkwürdig aus. Merkwürdig heißt im Sinne Goethes, würdig gemerkt oder bemerkt zu werden. Wie sah das denn früher wirklich aus? Nun, da fehlen die hölzernen Teile. Aber in Großheubach, Kreis Miltenberg, ein ganz anderer Teil Frankens, da steht auch noch so ein Stück. Und hier die Kirchenburg Kraftshof, im Stadtkreis Nürnberg rekonstruiert,
So sah das mal aus. Keine Adelsburg, sondern eine Kirchenburg. So war auch Katzwang befestigt. Die Ortsbevölkerung konnte sich im Bedarfsfalle, der oft genug eintrat, hier hinein flüchten und ihr Leben aus dem festen Hause Gottes verteidigen. Das heißt, sie musste es auch. Der Kirchturm ist ein Chorturm, steht im Osten. Oben findet sich Rundbogenfries. Ja, und der heilige Raum der Kirche, das Chor im Inneren. Wir schauen mal rein. Ein Kreuzrippengewölbe mit Schlussstein. Stammt aus dem 14. Jahrhundert, der Bauepoche der Gotik. Da wurde die Kirchinnen erneuert. Doch es finden sich, wie hier am Triumphbogen, verschiedene alte Reste und eine interessante Truhe. Was drin ist, sagen wir hier nicht. Der Triumphbogen mit schöner Malerei verziert. Wir gehen jetzt in das Langhaus, schwenken ein wenig und sehen hier das herrliche Tabernakel. Ein Meisterwerk der Steinmetzkunst aus dem 15. Jahrhundert. Es war nicht billig, nein, aber man konnte es sich leisten. Die Kirche indes, in barockem Geschmack des 18. Jahrhunderts, weist in ihren Gebäulichkeiten doch Reste der späten Romanik auf. Doch dazu mehr in dem Link Bauepochen. Hier sehen wir den Ölberg oder was davon übrig ist. Auch hier beste Steinmetzarbeit, 15. Jahrhundert. Ja, Katzwang ist eine Reise wert. Doch was für Zeiten mögen das gewesen sein, da die Kirche auch das Leben schützen musste? Nun schauen wir mal nach Schwabach. Schwabach selbst ist eine herrliche Stadt, hat Gebäulichkeiten aus der späten Gotik in Fachwerk oder auch aus der Bauepoche der barocken Zeit des 18. Jahrhunderts teilerneuert. Und das Interessante ist, Schwabach ging aus einem fränkischen Königshof hervor, ging dann an die Abtei Fulda im 11. Jahrhundert, dann an die Staufer, ans Kloster Ebrach und schließlich erwarben es die Burggrafen von Nürnberg. Hier sehen wir am Rathaus Richtmaße 1809, da war das Ganze dann schließlich an Bayern gekommen. Die halbe bayerische Elle und der Fuß. Und hier haben wir reihum natürlich in neuerem Geschmacke Fürstabt Amandus von Fulda, Herzog Friedrich von Schwaben, das staufische Geschlecht, natürlich, stellvertretend für das Kloster Abt Eugen von Ebrach, ja, und dann folgen Graf Rudolf von Habsburg, die gesamte Stadtgeschichte in Wappen. Das ist sehr schön gemacht und sehenswert. Und natürlich Burggraf Friedrich V. von Nürnberg. Auch als sie nicht mehr in Nürnberg residierten, sondern in Ansbach, einem gleich daneben gelegenen Kreise, da führten sie den Namen weiter. Klar, man vergisst nicht so leicht. Und heirateten schließlich ein nach Brandenburg und nannten sich dann Markgrafen von Brandenburg-Ansbach. Seit 1953 ist die Stadt wieder eine Stadt. Ja, es kann sich manchmal doch schon ändern. Hier ein ergänztes, rekonstruiertes Haus, das Schreiersche Haus von 1470 in Fachwerk. Und hier haben wir die Dreieinigkeitskirche. Sie liegt am Rande der alten Stadt, ist, wie man sieht, schon recht betagt aus dem 14. Jahrhundert, hat aber noch Grabsteine und Epitaphien der barocken Zeit aufzuweisen. Die Stadtkirche natürlich stammt ursprünglich aus dem 11. Jahrhundert, wurde aber dann erneuert. 1469 bis 1495, es dauerte schon, aber es finden sich Inschriften überall am Tor. Und wie es sich für eine Stadt gehört, keine Reichsstadt möchte ich hinzufügen, ist die Kirche prächtig ausgeführt. Hier, 1480, da finden wir das am Chor. Es wurde immer in Abschnitten gebaut und auch die reichen Markgrafen mussten ab und zu eine Baupause einlegen. So, nun bitte, wir wechseln den Kreis in den Nachbarkreis Rot. Los geht's! Ja, die moderne Technik macht's möglich. Hier sind wir im Kreis Rot.
gleich in der Nachbarschaft gelegen und wie der Name schon sagt, auch hier rot markiert mit H. Genug davon. Schauen wir doch mal rein, was da so Sache ist. Ja, es nimmt uns nicht Wunder, rund ein Jahrhundert später der zweite Markgrafenkrieg. Wiederum war die gesamte Region und noch größere Teile davon betroffen. Wiederum wurde Nürnberg erfolglos belagert, aber hunderte von Dörfern, Dutzende von Städten im Umkreise verbrannt. Nürnberg mit Verbündeten schlug zurück, auch das Fürstbistum Würzburg. Der Markgraf zog mit 10.000 Mann quer durch das Reich bis vor die Reichsstadt Frankfurt und das Erzbistum Mainz. Es war die Hölle. Aber auch kleinere, nahezu tägliche Scharmützel nahmen da ihren Fortgang. Hier liegt Regelsbach. Auch hier bewegen wir uns in Rot am Rande des Universums, um es so zu sagen. Und es nimmt auch hier nicht Wunder, dass eine, zumindest in Resten, feste Kirchhofmauer uns willkommen heißt. Mit fast schon, naja, zyklopischen, aber immerhin, guten Steinquadern. Hier sehen wir den Querschnitt der Mauer. Rund einen Meter ist das Ding stark. Früher war es rund 5 Meter hoch, mit Wehrgang, wir haben ja die Beispiele gesehen. Im 18. Jahrhundert wurde das dann nicht mehr ergänzt, man hat es abgetragen, wozu brauchte man es noch? Doch hier haben wir einen Torturm, im 18. Jahrhundert nochmal erneuert. Ja, von rückwärts besehen, die Torflügel natürlich entfernt, ein Doppeltor, oben noch eine Schießscharte. Von außen zu begehen und natürlich vom Torturm auf die feste Kirchhofmauer ein Zugang. Ja, solche Relikte sind hier erhalten. Man ist sich des geschichtlichen Hintergrundes bewusst. Und doch, findet man diese Einzelfragmente, dann geben sie natürlich Rätsel auf. Ganz klar. Doch die starken Mauern, sie haben Dutzende von Belagerungen gesehen. Nicht tagelang, nur Stunden. Dann kam Hilfe von der eigenen Seite und man schlug zurück. Es waren wirklich andere Zeiten. Die Kirche indes, sie stammt aus dem 13. Jahrhundert. Das Langhaus oder Kirchenschiff wurde im 15. Jahrhundert erneuert. Von der Ölberggruppe hier ein kümmerlicher, kläglicher Rest. Es wurde auch viel zerstört. Auch der 30-jährige Krieg war dann später hier mal, ja, aber es ging vorher ganz schön ab. Der Kirchturm fast wie der Bergfried einer Burg, aber als fester, wehrhafter Kirchturm gebaut? Nie. Und nun schauen wir kurz in den Nachbarort Schwand. Da liegt das. In Schwand, die Kirche findet Erwähnung im 14. Jahrhundert. Allerdings ist, wie man unschwer erkennt, das Langhaus im 18. Jahrhundert neu erbaut worden. Eine Lehranstalt von 1831. Da war schon längst bei Bayern. Ja, heute nennt man diese Lehranstalt Schule. Doch man sieht hier im direkten Blick auf Langhaus und Kirchturm, der Kirchturm ist älter, der stammt eben noch aus dem 14. Jahrhundert. Und auch hier die Mauer, ein Rest überwachsen, aber von gleicher Stärke wie im vorigen Ort. Ein paar Teile sind noch etwas höher. Die Steine konnte man gut zum Ausbau des Ortes zur Erweiterung verwenden. Doch auch hier die Kirche, der Kirchturm einen quadratischen Grundriss, das Sinnbild der Geschichte. Abschließend kommen wir nach Wendelstein. Hier liegt das. Wendelstein. Das ist so eine Geschichte. Hier sehen wir die Kirche. Ja, mit sehr hoher Mauer, einer Stützmauer auch, aber feste Kirchhofmauer. Wendelstein wird 1007 erwähnt. Kaiserliches Freigut. Schließlich 1467 wird es aufgeteilt und kommt an das Spital zu Nürnberg und die Markgrafen von Ansbach. Ja, dort zweigeteilt. Das waren schwere Zeiten. Natürlich, vertraglich war viel geregelt, doch es kam des Öfteren mal zu kleineren Auseinandersetzungen. Hier das Schloss. Barock neu aufgeführt, ursprünglich aber ins 15. Jahrhundert zurückgehend, wiederum fußend auf der alten Burg des Ortsadels. Die Kirche indes, eine Kirchenburg mit stilisiertem Oberteil des Tores. Der untere Teil ist original aus dem 15. Jahrhundert, wo es eben da ganz gut abging. Treppen führen nach oben ins Obergeschoss und man sieht Ansätze der festen Kirchhofmauer. Auch hier lebt die Erinnerung.
Noch heute wird hier beerdigt. Ja, es gab auch früher mal ein Beinhaus, das besuchen wir diesmal nicht, sondern sehen hier starke Mauerteile im unteren und Reste als Außenwand angebauter Gebäude. Seht die Tür ins Langhaus, schön hölzern, nicht ganz so alt, nur 200 Jahre, aber mit herrlichen eisernem Beschlagwerk. Hat auch was für sich. Innen nur ein kurzer Blick, auch hier das Chor mit prächtigem Kreuzgratgewölbe aus der gotischen Zeit der Bauperiode stammend. So, das war's für diese kleine Tour. Bewahrt das Wissen und gebt es weiter. Es gibt doch viel zu erfahren. Ja, Felix, das Glück auch dir auf die Reise. Doch somit hatte diese Geschichte für diesmal ihren Abgang erreicht. Gehabt euch wohl.